Deep Silver. Piranha Bytes. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem, naja, neuen alten Spiel. Ich sag vorweg, ich habe die alten Folgen habe ich gelöscht, wegen, damit es zu keiner Verwirrung kommt, weil ich hatte es ja mal abgebrochen, das war auf der Xbox und da war der komplette Spielstand weg und jetzt habe ich es mir für den PC nochmal geholt. Das heißt, das lässt sich jetzt erstmal angenehmer spielen und ich hätte jetzt auch erst endlich mal Bock, das Spiel komplett durchzuspielen. Wir gucken mal kurz hier bei den Grafikeinstellungen, das ist alles so, wie es sein sollte. Geht da hier noch was hören? Nee. Gut. Und ich würde sagen, wir fackeln auch nicht lange rum, sondern wir gehen einfach auf ein neues Spiel. Obwohl, Moment, wir gucken erstmal vorher in den Extras. Erworbene Inhalte, haben wir die ganzen Special-Dinger. Erfolge haben wir noch gar keine, das ist ja normal. Und ich muss die Musik trotzdem nochmal ein bisschen leiser machen gerade, beziehungsweise die Gesamtlautstärke mache ich mal auf 30, so sollte das gut sein. Da bin ich wahrscheinlich, warte mal, 40, da bin ich auch gut zu hören. Und wir gehen auf ein neues Spiel. Mit dem Talent Schlösser knacken und einem Dietrich. Immer wieder gibt es Menschen mit besonderer Macht. Von den Göttern erwählt, das Schicksal der Welt zu bestimmen. Die ersten waren die Titanenlords, Gebieter über die Elemente. Mit ihrer Hilfe haben die Götter unsere Welt erschaffen. Doch als sie ihr Werk vollendet hatten, zerstritten sich die Titanenlords und es begann ein Krieg, der das Land verwüstete. Als die Götter sahen, was mit der Welt geschah, wurden sie zornig und verbannten die Titanenlords in die Tiefen der Erde und des Meeres. Dort sollten sie für alle Zeiten gefangen bleiben. Eine alte Prophezeiung besagt, der Tag ihrer Befreiung sei der Beginn des Zeitalters der Zerstörung. Heute wissen wir, dass sie wahr ist. Und da geht es los. Auf einem einsamen Schiff. Mitten in der Karibik. Oder zumindest auf einem Meer. Es regnet. Und der Krieg ist ausgebrochen. Caldera, Hauptquartier der Inquisition. Die letzte Bastion der Menschen in der alten Welt. Dort ist ein Mann mit einem Fernrohr. Was? Allem Respekt, Leutnant. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Was denn? Ist nicht so, als wenn wir viel tun könnten. Kommandant Carlos hat nach dir geschickt. Er erwartet dich auf dem Turm. Sofort. Oh, ja, ja. Oh. Dieser scheiß Fusel, ey. Schiffel dran. Neuer Rang, Leutnant. Neue Quest trifft den Kommandanten. Und ich muss trotzdem noch, mal ganz kurz bei den Audio-Optionen was gucken. Stimmenlautstärke mache ich mal lauter. Musik leiser. Effekte mache ich auch mal so auf 50. Gesamtlautstärke so. Machen wir Musik mal so. Ja, ich hoffe, das passt jetzt so ein bisschen. Das passt alles. V-Sync lasse ich aus. Jo. Gut, mit wie können wir das Inventar öffnen? Das machen wir natürlich erstmal. Wenn es das schon so angezeigt wird. So sieht also das Inventar aus. Ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, wann ich das aufgenommen hatte. Auf der Xbox. Aber diesmal werden wir es durchspielen. Das verspreche ich euch.
Auch wenn ich in letzter Zeit relativ wenig Zeit habe zum Aufnehmen, aber diesmal werden wir das alles tun. Ich muss nämlich erstmal wieder hier reinfinden, auch Minecraft wird weitergehen. Ich habe bloß bis jetzt noch keine Zeit wieder gefunden aufzunehmen. Wir haben 20 Kugeln, was haben wir sonst noch? Pyro. Nein, ich bin noch kein Pirat. Wieso bist du noch kein Pirat? Jetzt zieh doch an! Nein, ich bin noch kein Pirat. Nee, ich bin ja kein Pirat. Nee. Okay, kann ich das hier anziehen? Ah ja, das macht Ruhmbonus plus 5. Okay, und eine Pistole können wir auch anlegen. Das mache ich doch gerne. Wo steckt er sich denn die bitte hin? Wieso steckt das... Na. Wieso steckt man sich eine Pistole da vorne rein? Das ist doch jetzt nicht so toll. Das muss man doch nicht unbedingt machen. Ich muss auch ein bisschen mal auf die Uhr gucken. Ich kann nämlich gerade erstmal nur eine Stunde maximal aufnehmen. Logbuch. Die Piratenkluft. Trifft den Kommandanten. Okay. Logbuch öffnen können wir mit L. Haben wir schon gemacht. Okay. Gut, kann ich jetzt hier ein paar Sachen einsammeln. Zum Beispiel hier diese Kiste. Was haben wir denn da feines? Aber 400 Gold. Die nehme ich natürlich gerne mit. Ach, ich hätte auch einfach E drücken können, dann hätte ich das auch mitgenommen. Alter. Moment. Gameplay. Schwierigkeitsgrad Mittel. Wo haben wir denn hier? Wo haben wir denn? Optionen, ist das vielleicht bei Tastenbelegung? Die Empfindlichkeit von der Maus ist gerade ein bisschen hoch eingestellt. Na egal. Müssen wir später mal gucken, wir nehmen das Hündchen mit. Dick Goldbeutel. War das jetzt rausgenommen aus dem Goldbeutel oder? Ja, das schon rausgenommen. Okay. Gut, dann haben wir hier noch einen Apfel, Offiziersschwert, noch einen Apfel, einen Grog. So ein Konter-Grog ist natürlich super, dass man durchzichten macht. Okay. Alter. Hier geht's lang. Bleibt mal locker. Ja, ich komme da gleich. Ich will mich erstmal hier ein bisschen umgucken. So, kann man hier noch irgendwo was zum Einsammeln? Kann ich die Tür aufmachen? Kann ich nicht. Spielstand wurde geschaltet. Okay. So, hier muss auch nicht rein. Das ist ja alles. Psst, komm mal her. Oh, ein Goldbeutel. Wer will, dass ich hierher komme? Bist du das was? Der Lago. Guten Tag, Lago. Für ein bisschen Kohle kann ich dir richtig gute Sachen besorgen. Was für Sachen kannst du mir denn besorgen? Was für Sachen kannst du als Gefangener schon besorgen? Waffen, Schnaps, was man halt so braucht. Ich kann hier gerade nicht weg. Hab zu tun, verstehst du? Aber du kannst dir die Sachen ja selbst abholen. Ah ja, wo finde ich die Sachen? Wo finde ich die Sachen? Im Lagerhaus unten am Hafen findest du jede Menge Plunder. Die wichtigen Sachen schließen sie in Truhen ein. Aber die Sachen, die sie nicht mehr brauchen, liegen einfach so rum. Ich meine, wenn ihnen die Sachen wichtig wären, würden sie sie doch wegschließen, oder? Das klingt natürlich sehr einleuchtend. Und dafür soll ich dir Gold geben. Und dafür soll ich dir Gold geben? Sehe ich wirklich so bescheuert aus? Ich werde dir beibringen, wie du unbemerkt da reinkommst. Und dafür wirst du mir Gold geben. Es gibt ja einleuchtend. Vielleicht lernen wir jetzt schon das Schleichen und Schlösser, das wäre schon ganz cool am Anfang. Klingt einleuchtend. Gut. Aber warte bis zum Tagesanbruch. Nachts verrammeln sie das Lager. Da kommst du nicht rein. Tagsüber ist das Lager zwar bewacht, aber das ist kein Problem. Ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst. Für ein bisschen Gold, versteht sich. Natürlich. 500 Gold! What? Wofür braucht ein Gefangener Gold? Ist nicht der Schlaueste, was? Sagte der Mann hinter Gittern. Punkt für dich. Geh noch nicht weg, ja? Mit mir spricht sonst eh kein Schwein. Und bald verfrachten sie mich nach Takarigua. Da kann ich mich ja nur noch mit den Molukken unterhalten. Was sind denn Molukken? Wofür haben sie sich eingelocht? Wofür haben sie dich eingelocht? Ich hab mich im Lagerhaus unten am Hafen umgesehen. Bin ganz leise gewesen, wollte keinen Lärm machen, um keinen zu stören, verstehst du? Der Typ, der mich gesehen hat, hat gemeint, ich wollte mich reinschleichen, um etwas zu stehlen. Dabei wollte ich mich Nur umsehen, ja, schon klar. Genau!
Genau. Und warum bringen sie dich nach Takarigua? Sie bringen dich nach Takarigua? Auf die Zuckerrohrplantage. Als Sklave. Das Schiff unten im Hafen ist voller Molukken. Die bringen sie auch alle dahin. Voller was? Molukken, Mann. So nennen sie die Sklaven. Sag bloß, das hast du noch nie gehört? Nö, hab ich noch nie gehört. Ich muss erst mal gucken, wie viel Gold wir haben. 550, ja super, ey. Das sind ja gleich 500 Gold weg. Naja, wenn es sich lohnt, machen wir das mal. Bring mir bei, wie ich mich unbemerkt bewege. Du musst in die Knie gehen und dein Gewicht vorsichtig verteilen. Es hilft, wenn du mit der Ferse zuerst auftrittst und dann langsam abrollst. Und mach nicht denselben Fehler wie ich. Lass dich nicht sehen. Alles klar. Steuern links schleichen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Achso, hier muss man zweimal drauf drücken. Ich kenne das noch von Risen 1, da musste man das gedrückt halten. Also schleichen, hier muss man wohl mehrmals drauf. Was haben wir denn hier? Eine Marke. Und da komme ich scheinbar nicht raus. Das ist natürlich sehr schade. Und es vermutlich tatsächlich erstmal zu haben wir hier sonst noch was. Zum Mitnehmen scheinbar nicht. Den Schrank kann man nicht aufmachen. Hier liegt tatsächlich nichts mehr darum. Wir haben jetzt natürlich gerade mal 10 Minuten gespielt und schon haben wir 500 Gold verloren. Das lohnt sich. Gerade nicht. Was? Wieso gerade nicht? Gerade nicht. Wieso nicht? Gerade nicht. So, Spielstand wurde erstellt. Da muss ich jetzt gerade mal kurz gucken, wie kann ich denn hier schnell speichern? Gibt es da eine Taste? Schnell speichern F5, schnell laden F9. Schmutziger Trick RE und nachladen R. Okay. Was ich noch vorher anlegen will, ist natürlich in der rechten Hand das Offiziersschwert. Das ist also Kommandant Carlos, mit dem wir reden sollen. Hallo, Carlos. Ein Schiff kommt auf die Festung zu. Bei Unwetter? Um das Unwetter mache ich mir keine Sorgen, sondern um das, was es mit sich bringt. So nah vor der Küste. Oha. Da kommt irgendwas. Es geht los. What? Was zum Teufel ist das? Sah aus wie eine riesige Krake. Zumindest von den Tentakeln, ne? Wir müssen raus und die Überlebenden retten. Nein. Ich werde heute nicht noch ein Schiff verlieren. Die Überlebenden müssen sich aus eigener Kraft ans Ufer retten. Am besten du gehst runter zum Strand und hilfst denen, die es schaffen. Okay, wir haben eine neue Queste. Dann gehen wir doch mal runter zum Strand. Wie kann ich denn überhaupt eine Waffe? Mit der mittleren Maustaste. Das ist gut zu wissen. Leertaste hüpfen. Alles gut. Dann weiß ich ja Bescheid. Ich mache erstmal einen richtigen Speicherstand. Den nenne ich mal Let's Play. Gut. Ja, was? Und? Was wollte der Kommandant? Ich muss zum Strand. Mach das Tor auf. Sofort. Pass bloß auf da unten. Ja, ja, mach ich schon. Du kannst aufhören zu schleichen. Ich hab dich gesehen. Ach, echt? Viel Glück. Oh, du gehst nicht mit? Viel Glück. Ja, dann mach ich das immer alles alleine. So. Einmal speichern. Speichert aber relativ schnell automatisch. Kann ich das nicht irgendwie anders einstellen? Na, scheinbar nicht. Den Untertitel mache ich mal an. Gut. Erstmal hier ein bisschen eine Ratte. Und ich kann die nicht plündern? Gemein. Was für eine Gemeinheit. Ich wollte doch das Rattenfleisch mitnehmen zum Essen. Das ist ja doof. Das scheint das Lagerhaus zu sein, wenn ich mich alles täuscht.
Was haben wir denn hier hinten noch so Feines? Das mit dem Ausweichen ist schon mal manchmal ein bisschen anstrengend. Aber was macht er auch so schnell? Das ist ganz empfindlich, dieses Ausweichen. Aber naja. So, wir gucken erstmal hier bei dem... Wo geht's denn hier hin? Nirgends. Okay. Dann gucken wir doch erstmal hier bei dem Schiff, was das Tolles ist. Das ist bestimmt das Frachtschiff, was dann nach Takarigua geht. Ein Trank. Was ist denn das für ein feiner Trank? Benutzbares. Trank der Klingen. Wirkungsdauer 30 Sekunden. Na, das lohnt sich ja jetzt nicht so toll. Das regeneriert also Leben. Blut plus 50. Das Lebenshygiene aller Seefahrer nicht so stark wie rum und daher auch nicht so wirksam. Naja. Guter. Ein Mistwetter ist das. Gut, dass wir schon gestern angekommen sind. Hast du den Kraken gesehen? Meine ich ja. Das hätten auch wir sein können. Oh, die armen Schweine. Wo willst du hin? Na, aufs Schiff. Na, aufs Schiff? Ohne guten Grund kannst du das vergessen. Wie wär's mit einer Flasche Rum? Wie wär's mit einer Flasche Rum? Du hast gar keine. Verarsch mich ruhig. Ich stehe total auf sowas. Verdammt, dabei wollte ich doch jetzt aufs Schiff. Naja, dann müssen wir halt doch erstmal zum Strand gehen und die armen Schweine retten, die da jetzt gerade noch so ans Ufer krauchen. Naja, so reparieren. Das Kampfsystem war hier so, was mich nicht so überzeugt hat in dem Spiel. Das weiß ich noch. Wir haben den Strand gefunden. Immerhin etwas. Liegt hier vielleicht irgendwo was rum? Diese Mausempfindlichkeit ist schon ein bisschen. Den Seestern kann ich nicht einsammeln. Wo sind jetzt hier alle Schweine? Eine Kiste. Fackel, Proviant und Kugel. Nehme ich mal alles mit. Ich muss, kann auch einfach E drücken. Das muss ich mir irgendwie mal merken. Und ich kann keine Muscheln sammeln. Boah, das ist doch gemein. So, wo sind die denn jetzt hier alle? Ich kann gar nichts. Ach was. Patty gleich am Anfang, na sowas. Und Sandhelfen. Pappen. Was ist das? Penner. Na super, daneben. Scheiße. Jetzt glaub ja nicht, du hättest mich gerettet. Patty, warum bei allen Göttern bist du zurückgekommen? Weil ich etwas herausgefunden habe, das die Inquisition unbedingt erfahren muss. Und weil ich deine Hilfe brauche. Wobei? Das ist eine lange Geschichte. Wir müssen mit Carlos reden. Wir brauchen ein Schiff. Auf keinen Fall. Aber es gibt eine Waffe gegen den Kraken. Warum bist du dir so sicher? Mein Vater ist auf der Suche nach ihr. Stahlbart? Du hast ihn gefunden? Noch nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Nicht so schnell. Warum sollten die Piraten sich gegen Mara stellen? Von allen Titanenlords stellt Mara ohne Zweifel die größte Bedrohung für die Inquisition dar. Ihr Kraken vernichtet unsere Schiffe. Ihre Kreaturen greifen unsere Siedlungen an. Das sollte die Piraten doch freuen. Sie hatten noch nie viel für die Inquisition übrig. Das stimmt. Aber mittlerweile gibt es Krieg unter den Piraten. Die Hälfte von ihnen hat sich mit Mara verbündet. Mein Vater ist einer der Kapitäne, die Widerstand leisten wollen. Ich habe erfahren, dass er losgesegelt ist, um den Kraken zur Strecke zu bringen. Zurzeit ist er auf Takarigua. Hm.
Die Black Betty liegt bei uns im Hafen. Sobald wir klares Wetter haben, bringt sie Arbeiter und Soldaten nach Takarigua. Ihr beide könntet mit an Bord gehen. Aber das können wir morgen besprechen. Jetzt ruht euch erstmal aus. Ich muss nachdenken. Dann geh erstmal nachdenken. Wie so ein altes Ehepaar. Hallo, Patty. Ich sollte sie schlafen lassen. Warum? Ich sollte sie schlafen lassen. Geh doch zu ihr mit und schlaf mit ihr zusammen. Ich sollte sie schlafen lassen. Nicht. So. Es ist Tag geworden, das heißt, wir können jetzt ins Lagerhaus gehen und plündern. Severin. Der Name sagt mir irgendwas, den kenne ich glaube ich auch aus Risen 1. Stört das keinen, wenn ich hier drin rumlaufe? Nein? Gut. Dann. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Mann, verdammt. Ist die Kiste offen? Nein, natürlich nicht. Scheiße. Dieses... Dieses Ausweichen ist zum. Das nervt mich irgendwie so ein bisschen. Die Lage ist unverändert. Solange die Armeen von Ursegor und Ismael sich im Norden noch bekriegen, sind wir hier sicher. Aber sobald einer von ihnen den Sieg erringt, wird er nach Caldera marschieren. Davon müssen wir ausgehen. Und bis dahin müssen wir hier alle verschwunden sein. Also hat der Hohe Rat endlich die Evakuierung von Caldera beschlossen? Der Hohe Rat ist unschlüssig. Er will, dass wir die neue Welt genauer untersuchen, bevor wir Caldera aufgeben. Und was gedenkt der Hohe Rat gegen die Bedrohung durch Mara zu unternehmen? Der Kraken hat uns schon zu viele Schiffe gekostet. In dieser Sache hat sich etwas Neues ergeben. Wir sind einer magischen Waffe auf der Spur, die stark genug sein könnte, den Kraken zu vernichten. Einer meiner besten Männer wird sich um die Sache kümmern. Was soll ein Mann gegen diese Bestie unternehmen? Hey, ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Das ist also dein bester Mann. Weiß der Hohe Rat davon? Ich sagte doch, es hat sich etwas Neues ergeben. Du weißt ja, wie schnell der Hohe Rat seine Entscheidungen fällt. Verstehe. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Sobald du bereit bist, gehst du zu Sebastiano aufs Schiff. Die Black Betty legt heute ab. Auf Takarigua gibt es einen Stützpunkt der Inquisition. Wenn du dort ankommst, gibst du dich als Arbeiter aus. Dann suchst du das Piratennest auf der anderen Seite der Insel. Alles klar, und wenn ich bei den Piraten bin? Und wenn ich bei den Piraten bin? Gewinnst du Stahlbarts Vertrauen und findest heraus, was für eine Waffe er gegen den Kraken hat. Sobald du sie in Händen hältst, kehrst du hierher zurück. Alles klar. Niemand soll mich mit der Inquisition in Verbindung bringen? So ist das also? So meinst du das? Niemand soll mich mit der Inquisition in Verbindung bringen? Auf keinen Fall solltest du dich auf die Inquisition berufen. Das gilt insbesondere für die Besatzung der Garnison auf Takarigua. Nur Sebastiano kennt deinen Auftrag. Zu deiner eigenen Sicherheit sollte das auch so bleiben. Wenn die Piraten herausfinden, dass du zur Inquisition gehörst, bist du ein toter Mann. Ja, alles klar. Ich kann unseren eigenen Leuten also nicht trauen, wenn ich das so richtig verstehe. Ich kann unseren eigenen Leuten nicht trauen? Wir wissen nicht, in welcher Verbindung sie zu den Piraten stehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Alles klar. Wenn es diese Waffe wirklich gibt, müssen wir sie haben. Ich verlasse mich auf dich. Und denk dran. Ab jetzt bist du offiziell kein Mitglied der Inquisition mehr. Alles klar, ich wurde also degradiert. Nett. Das heißt, ich kann ja jetzt machen, was ich theoretisch möchte. Dann. Das stört ihn anscheinend nicht. Ach, das ist das Zimmer. Ah, okay, verstehe. Das ist also das Zimmer, wo wir vorhin schon reingelaufen sind. Kann ich mit ihm noch reden? Was wissen wir über Mara? Was wissen wir über Mara? Mara ist der Titanenlord, der das gesamte Meer beherrscht. Aber es sieht so aus, als ob ihr das nicht reicht. Seit die ersten unserer Schiffe in Arborea gelandet sind, werden wir von ihren Kreaturen angegriffen. Es sieht so aus, als ob sie verhindern will, dass wir uns in die neue Welt absetzen. Aber die Sache hat auch ein Gutes.
Seit wir Maras Attacken ausgesetzt sind, sind die Wassertitanen von den Meeren verschwunden. Dafür macht uns jetzt der Kraken Probleme. Was wissen wir über den Kraken? Wir vermuten, der Kraken ist kein Titan, sondern ein uraltes Wesen, das zusammen mit den Titanenlords aufgetaucht ist. Unsere Kanonen richten keinen Schaden an. Wir brauchen eine mächtige, magische Waffe. Was ist mit Ursegor? Wer weiß, was passiert wäre, wenn du Ursegor auf Faranga nicht freigelassen hättest. Vielleicht hätte Ismael uns schon längst überrannt. Vielleicht hat auch gerade das zum Untergang des Alten Reiches geführt. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Wie auch immer. Wir müssen uns jetzt auf Mara konzentrieren. Was wissen wir über Ismael? Über ihn ist nur wenig bekannt. Er und Ursegor haben das Alte Reich in Schutt und Asche gelegt. Egal, welcher der beiden Titanenlords den Sieg erringt. Wenn er sich entschließt, Caldera direkt anzugreifen, sind wir geliefert. Dagegen kann uns selbst der magische Kristall unter der Festung nicht mehr schützen. Alles klar, Ursegor ist doch dieser Titanenlord, den wir doch da bei den Echsen befreit haben. Das Schiff wartet auf dich. Alles klar, dann weiß ich ja Bescheid, dann gucken wir doch mal hier. Okay, das stört ihn also nicht. Was ist denn hier? Brückentorwache. Du weißt, wie es läuft. Solange das Schiff im Hafen liegt, bleibt das Tor zu. Anweisung des Hohen Rates. Was ist an dem Schiff denn so besonders? Was ist an dem Schiff so besonders? Es ist ein Sklavenschiff. Obwohl das Gesetz, das uns vorschreibt, das Tor zu schließen, eigentlich völlig sinnlos geworden ist. Ich meine, wo wollen die Sklaven denn hin? In dem, was von Caldera übrig geblieben ist, kann sich sowieso kein Schwein verstecken. Und dahinter kommen die Titanen. Ja, es stimmt wohl. Das Gesetz ist sinnlos? Das Gesetz ist sinnlos? Das ist jetzt aber völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ich sagte, das Gesetz sei eigentlich sinnlos. Gesetz ist Gesetz. Das Tor bleibt zu. Alter, stell dich nicht so an. Jetzt mach das verschissene Tor auf. Warst du schon mal im Bereich hinter Caldera? In der Einöde? Da kriegen mich keine 10 Pferde hin. Da gibt's nur noch die Titanen. Was weißt du denn über die Titanen? Was weißt du über die Titanen? Da weißt du mit Sicherheit mehr als ich. Du warst doch auf Faranga. Und, was erzählen sie über Faranga? Du bist Leutnant. Willst du die Wahrheit oder die offizielle Antwort? Ich will natürlich die Wahrheit. Die Wahrheit? Die Wahrheit ist, mit allem gebührenden Respekt natürlich... Jetzt spuck's schon aus. Also, die Männer erzählen, dass das Okular, das du getragen hast, verflucht war. Und als sie es dir abgenommen haben, hast du dein Auge verloren. Und weiter? Naja, und dass das Okular einen bösen Einfluss auf dich hatte, der dich irgendwie verändert hat. So wie es Inquisitor Mendoza verändert hat. Und um das zu ertragen, säufst du jeden Abend ein paar Flaschen rum. Du wolltest es wissen. Naja, ich kann ja doch wohl meine Flasche rumtrinken dürfen. Eine Ratte. Okay, wir müssen noch Schlösser öffnen lernen. Wie viel Gold haben wir denn? Wir haben immer nur noch 50 Gold. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Wirst schon sehen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Vor allem, wenn ich die Tür nicht öffnen kann. So, Severin, hallo. Ich versuche hier den Männern Disziplin beizubringen. Siehst du das nicht? Nichts für ungut. Weitermachen. Das ist doch Schwachsinn. Bring den Männern lieber bei zu kämpfen. Bring den Männern lieber bei zu kämpfen. Ausgezeichnete Idee. Stehst du mir als Trainingspartner zur Verfügung? Wuss, immer doch. Immer doch. Sag, wenn du bereit bist. Moment, da will ich vorher erst speichern. Okay, lass uns trainieren. Lass uns trainieren. Männer, aufgepasst! Es gibt einen Kampf. Was passiert da gerade? Ja, du machst schon! Pappen. Scheiße. Ja, warum schlägst du nicht? Ha! Greif schon an! Ha! Oh. Aua! Yeah! Zeig's ihm! What? Alter, da verliere ich doch. Greif schon an! Ha! So, auf die Fresse, Mann. Oh. Yeah. Du schaffst es! Volltreffer! Kackt! Scheiße! Ich möchte jetzt nicht in seine Haut stecken. Das muss ich doch irgendwie besiegen können. Bist du bereit für eine Wa-
Moment, erstmal frage ich, wie lange willst du die Männer noch exerzieren lassen? Wie lange willst du die Männer exerzieren lassen? In einer Woche bricht Kommandant Corrientes zu einer geheimen Mission auf. Ich beabsichtige, ihm die Männer in Topform zu übergeben. Das bedeutet, exerzieren mit dem Gewehr und Fechtübungen von morgens bis abends. Und wenn es sein muss, auch noch nachts. Na, Glückwunsch, die werden sich ja freuen. Was für eine geheime Mission. Der Hohe Rat hat beschlossen, eine weitere Expedition in die neue Welt zu schicken. Außer Corrientes kennt nur Kommandant Carlos die Einzelheiten. Alles klar. Stillgestanden!